Willkommen beim Beispielvideo zum Thema Umformen von Formeln. Wir haben es hier mit dem sogenannten Coulombschen Gesetz zu tun. Es wurde von Charles-Augustin de Coulomb im 18. Jahrhundert entdeckt und beschreibt die Kraft, die zwischen zwei Ladungsmengen Q1 und Q2 wirkt. Ε0 ist eine sogenannte Feldkonstante und der Radius R der Abstand zwischen den Mittelpunkten dieser Ladungsmengen. Gesucht ist der Abstand R. Das heißt, wir müssen unsere Formel dahingehend umformen, dass der Radius R isoliert auf einer Seite zu stehen kommt. Da die gesuchte Variable im Nenner aufscheint, multiplizieren wir mit R² und erhalten R² mal F ist 1 durch 4pi mal ε0 mal Q1 mal Q2. Auf der rechten Seite verbleiben zwei Faktoren, die wir auch in einem Bruch zusammenfassen können. R² mal F ist gleich Q1 mal Q2 gebrochen durch 4pi mal ε0. Der nächste Schritt ist die Division durch die Kraft F. Das Dividieren durch F entspricht einem Multiplizieren mit dem Faktor 1 durch F. Damit können wir einen Doppelbruch vermeiden. Wir erhalten R² ist gleich Q1 mal Q2 durch 4pi mal ε0 mal 1 durch F. Wieder haben wir es mit zwei Faktoren zu tun, die wir zusammenfassen könnten. Um das R freizustellen, müssen wir nur noch die Wurzel ziehen. Wir erhalten R ist gleich die Wurzel aus Q1 mal Q2 durch 4pi mal ε0 mal 1 durch F. Und das Beispiel, die Formel, ist fertig umgeformt.